fehlt mir dein Edelstein. Snowbiss. Mal gucken. Totally Fly. Das fehlt uns. Das mit Snowbiss kapiere ich nicht. Es kommt davor, wenn man darauf erpicht ist, Level in der richtigen Reihenfolge zu machen. Nee. Das kann ja eigentlich nur was im vorletzten Warp Room sein. Mal oben gibt's, glaube ich, keine extra Ausgänge. Da gab's auch irgendwo ein Hanging Out, findest du Totally Fly. Okay, dann ist das doch das. Dann ist das das, wo der, wo eine Pflanze auf dem Stein an der linken Seite ist. So, in dem Abgrund drin. Nee, warte mal, Moment. Bin ich jetzt hier richtig? Okay, wir machen es einfach mal. Ich dachte, das wäre ein anderes Level. Der Kisten, die nicht wirklich Kisten waren, gab es auch mal was. Gibt es keine Fake-Wand. Ja, die Fake-Wand, die war ja für den grünen Edelstein da. Das war ja im dritten Warp. Dran erinnern, ne? Oder gab's da, war das was, wo man nach hinten, also wo es zwei Wege gab, einer nach vorne war der richtige Weg und nach hinten ging es dann nochmal runter? Irgendwie sowas?
Ja. Den nehmen wir mit. Was ist das hier? Was muss das sein? Ich musste gerade noch mal testen, wie die Steuerung hier war. Dann will ich so ein paar Leben dazu. Da habe ich nämlich gedacht, als ich hier war, glaube ich, da unten sind ja nur Leben, mehr nicht. Das war das. Vielen Dank. Dann machen wir das jetzt direkt. Holy Fly, was war das? Das war wahrscheinlich wieder Dunkelheitsscheiße. Ah, natürlich. Ah, das ist jetzt blöd. Mit Kratzen und so. Das ist auch das, glaube ich, wo am Ende die Metallkisten sind, die man mit dem Bauchklopfer kaputt machen muss. Gell? Ich mag die Geräusche, die machen. Vor allem, wenn man dabei ein Motorrad fährt. Ah, schön. Oder wenn man dabei in Nitro-Kisten reinspringt. Das ist auch sehr schön. Ich muss euch was beichten. Ich muss schon wieder aufs Klo. Nicht abhauen. Ah, zwei Nitro-Kisten. Alles klar. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da abgeschnitten habe. Ah, hier kommen die Metallkisten. Ja. Kann man hier tatsächlich sehr gut sehen. Das ging im Original nicht so. Glaube ich, alle haben, ne? Stellt euch mal vor, es gäbe ein DLC, womit man, wenn man das in Crash 3 schon freigeschaltet hat, dass man dann die Fähigkeiten von Crash 3 in Crash 2 und 1 mit übernehmen könnte. Das wäre cool. Aber erst nachdem man halt durchgespielt hat oder so. Nee, das nehme ich mir nicht. Yay! Ja.
So. Und hier ist... Warum? Warum fehlt mir da der Edelstein? Ich gehe schon mal rein und ich gehe mal in der Ladezeit, die ja so lange ist, gehe ich mal schnell Pipi machen. So, da bin ich wieder. Kirmesbläschen heute am Start. Zweifle, dass sich noch irgendwas ändern an der Insane Trilogy. Ja, aber das wäre halt cool. Alle Power-Ups kann man mit Mods auf dem auf der PC-Welt und freischalten, sowohl bei 1 als auch 2. Ja, dafür müsste man aber die PC-Version haben. Und ich bin halt PlayStation-Kind und Crash gehört auf die PlayStation, nicht auf den PC. Wenn man jetzt natürlich keine PlayStation hat oder so, dann okay, kann man drüber reden, aber ansonsten... Dann gucken wir mal, wo es hier dran gelegen hat, dass uns die Kisten gefehlt haben. Stacheln wieder ein. Oh. Oh. Nee. Ich wundere das überhaupt nicht. Wir haben einfach den roten Edelstein noch nicht gemacht, ne? Kann das sein? Wir müssen auch mal gucken, wie wir das jetzt gleich machen. Wie lange das hier dauert mit dem Kristall, das kann sich ja vielleicht ein bisschen hinziehen, man weiß es nicht. Da hatte ich Glück. Wie gesagt, weil Tony Hawk, 2 Stunden für Tony Hawk ist immer ein bisschen viel. So. Ja, dann rege ich mich wieder auf und dann habe ich keine Lust mehr. Zoom dauert, glaube ich, auch nicht mehr so lange.